Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt schauen wir mal in die Schubladen rein. Los geht's. So, erste Schublade. Ist jetzt hier Seifenblase drin zum Beispiel. Zum Bilder machen. Und dieser Hund, solange sie in der Verpackung sind, geht's noch. Aber sobald ich die puste und die sich bewegen, dann läuft der Hund weg vor den Seifenblasen. Das heißt, wir haben natürlich da jetzt noch nicht so wirklich ein Foto machen können. Dann haben wir hier so einen Verband, sage ich mal. Und der klebt nur auf sich selber. Das finde ich ganz cool, weil das dann vor allem dann nicht in den Haaren hängen bleibt beim Hund. Und die hatte eine Zeit lang total oft die Ballen aufgerissen. Und da habe ich ihr dann das eingeschmiert und mit diesem Verband zugemacht. Dann ist das schön da drauf geblieben. Ging aber auch gut wieder ab, weil es eben nicht in den Haaren hängen bleibt. Dann habe ich hier auch für noch ein Foto oder ein Video, das weiß ich noch nicht, so einen riesigen Keks. Seht ihr diesen monströsen Keks einfach nur? Ja, dir schmeckt er schon, ne? Geh mal runter. Ab! Verschwind! Ja, und den finde ich auch ganz großartig. Tada! Also den seht ihr auf jeden Fall nochmal wieder, diesen riesen Keks. Schaut mal, der ist richtig groß. Okay, dann haben wir hier unsere Bälle drinnen. Nein, haben wir die Bälle drinnen, die wir eben in dieser Muffinform zum Beispiel auch hatten. Und gelb, warum gelb? Wer weiß es. Weil das sehen die Hunde besonders gut. Gelb und blau. So, dann habe ich hier noch einen Ersatzklicker. Ich würde ja mal klicken, aber ich war schon so in Versuchung. Dann haben wir hier unsere Zeckenhaken sind da drin. 4,99 €. Von der Futterkiste aus meins finden, kann ich euch sehr empfehlen. Super liebe Leute. Und die haben echt Ahnung. Mag ich sehr gerne. Hallo Patrick. Und da sind hier zwei so Häkchen drin. Ein großes und ein kleines. Und mit denen mag ich das besonders gerne, die Zecken rauszumachen. Mit diesen komischen Zangen hier. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Aber ich habe auch eine. Totaler Fehlkauf, wenn ihr mich fragt. Dann ist hier die Schere drin. Die gehört eigentlich in diese Schublade. Und das ist ein Flohkamm. Dann habe ich hier noch Klicker. Sind auch bei mir im Shop drin. Die haben sich jetzt irgendwie hier in die Schublade verirrt. Da gibt es jetzt auch noch solche und solche, ja. Und ganz viele von diesen Spiralbändern kann man auch nehmen für Schäm dich oder als Haargummi oder super vielseitig einsetzbar. Dann sind hier Notfalldrops für Hunde von Dr. Bach. Und die sind auch auf, da sitzt sie drin, so sehen sie aus. So sehen sie aus. Und die gibt es dann auch. Hatte ich für Silvester eigentlich. Aber Sve hat überhaupt keine Probleme damit. Die liegt da und chillt und fragt sich, was eigentlich die ganze Aufregung soll. Und dann habe ich hier noch Clownsnasen, die jetzt voller Haare sind. So. Ja. Nein. Nein. Na gut. Und Aussi. Und da habe ich auch eine, die ausgehöhlt ist. Aber irgendwie habe ich die. Ah, hier, die ist ausgehöhlt. Ja, weil die kann ich nämlich dann auch so. Nein. Warte mal, warte, ist weg. Warte. Kann man dann auch so auf die Hundenase. Okay, also wir haben damit schon Fotos gemacht, das funktioniert. Wenn der Hund ein bisschen besser ausgelastet ist. Das müssen wir auch gleich unbedingt noch ändern. Okay? Ja. Genau, das war's in dieser Schublade. Nächste Schublade. Da drin ist jetzt eine Effilierschere. Das ist hier mit so Krokodilzähnchen. Mit so Krokodilchen. So, und dann eine normale Schere. Dann haben wir hier so einen geilen Stahlspitzenstriegel. Und damit geht die Unterhose raus. Also liebe Aussie-Leute, liebe Border-Leute, kauft euch so eine Bürste.
Dann, wenn die Bürste schon mal so grob das Fell rausgemacht hat, dann mache ich mit dieser die losen Haare ab. Und die finde ich eigentlich ganz praktisch. Die ist, glaube ich, eigentlich für Katzen. Da kann ich hier hinten dann drauf drücken und dann seht ihr das hier, das bewegt sich dann so nach vorne und schiebt dann die Haare runter. Das heißt, ich kann dann so zack und dann fällt das ganze Haar, was ich rausgebürstet habe, in einem so einen Teppich ab. Diese Bürste ist der Knaller. Die hat hier unten so Gummi dran. So, warte mal. Ja. Wie so das Herzilein von Provin. Und damit gehen die Haare genial von allem Polster ab. Also egal, ob das jetzt das Bett ist, die Couch, von Klamotten, Mittel, weil das muss immer auf Spannung sein. Ja, dazu mache ich auch nochmal ein Video. Super cooles Teil. Dann haben wir hier noch einen Napf, einen Faltnapf. Der ist noch unbenutzt. Hat ja auch noch sein Schildchen dran. Und ich denke, den werde ich im Sommer vielleicht verlosen. Mal schauen. Finde ich super cool, aber ich habe zwei von Bosch aus dem Welpenpaket geschenkt gekriegt. Und ja, deswegen habe ich den dann halt original verpackt gelassen. Dann ist hier noch von meinem alten Handy so ein Ding drin. Da tust du das hier so um den Arm und tust das Handy reinstecken. Da ist auch noch so ein Schlüssel. Kannst hier den Schlüssel auch reinstecken. Super praktisch aus Neo und... Aber passt mein neues Handy nicht mehr rein. Blöd. Hier ist jetzt der besagte Napf von Bosch. Steht doch da drin, ne? Das ist halt mein Faltnapf. Den habe ich immer. The boy. Dann sind hier drin noch mein allererstes altes Leuchti. Das nehme ich jetzt natürlich nicht mehr, weil ich jetzt ja dieses rundherum habe. Und das ist hier noch so... das habe ich manchmal am Geschirr noch dran. Hat hier so verschiedene Stufen. Ja, also ist ganz cool, aber das andere ist natürlich deutlich besser. Dann ist hier noch so ein Pfoten, Socke, Schuh, wie auch immer. Das hat hier auch so ein Klett, das heißt Pfot rein, flupp, dann zuklappen und hier mit Klettverschluss wieder verschließen. Also wenn irgendwas ist, dann ist das natürlich noch mal schneller wie diese Bandage, die ich da noch habe. Dann sind hier, was jeder Hundehalter haben sollte, ganz viele Kacktüten. Noch mehr Kacktüten. Und noch mehr. Und dann habe ich hier meine erste. Da sind noch ein paar mehr. Fusselrollen, Leute. Ich brauch ganz viele Fusselrollen. Dann habe ich hier noch eine Maulschlaufe. Ja, das ist kein Maulkorb, aber ja, ist halt von der Optik her so, ne? Und das reichte, wir wollten mit der Seilbahn fahren und wir hatten keinen Maulkorb, war aber Maulkorbpflicht. Und dann hatte ich hier diese Maulschlaufe geholt und dann durften wir mitfahren. Wobei die muss eher Angst haben, dass sie gebissen wird, statt dass sie jemand weiß. Ja. Gut, raus mit dir. Okay. Ein Keks für den Hund. Hast du toll gemacht. So. Genau, die ist noch da drinnen. Und dann haben wir hier noch die Medis. Für die Sway. Maxitrol und Fuzitalmic, Vit, was weiß ich. Das sind lauter Sachen für die Augen, weil die Sway hatte da so ein Problem mit diesen Follikeln. Und das sind jetzt noch das, was ich halt jetzt noch übrig habe, sozusagen. Und hier, das ist eigentlich für mich gewesen, aber habe ich an meinen Hundi abgetreten. Ne? Das ist nur das Beste für den Hund. Auch einfach, das ist Flüssigkeit, die der im Auge die nachahmen soll und einfach, dass man es ein bisschen besser durchspüren kann. Und dann ist hier noch ein Kabel drin, auch für Bilder zu machen, hatte ich einfach für die Steckdose und hier an der anderen Seite gucken einfach so die Kabel raus. Ja, das war diese Schublade. So. Hier haben wir das erste Weihnachtsgeschenk von Sway. Da sind diese Milchtrotz drin. Die finde ich auch nicht schlecht. Ist jetzt nicht so geil. Das ist hier Rohasche 4%. Also an meiner persönlichen Grenze. Dann haben wir hier noch Agility Snack. Auch gab es auch zu Weihnachten. Und die haben wir auch schon aufgemacht. Und die... Ja, also die riechen schon ziemlich dolle. Ich wollte halt was für die Suchspiele.
dass wenn ich die Suchspiele neu anfange und sie noch nicht so weiß, wie das funktioniert, dass wir dann halt was haben, was stark riecht. Und deswegen haben wir die geholt. Dann habe ich hier noch in so einer kleinen Tupper-Schüssel klein gehackte Pansenthaler. Und die riechen komischerweise gar nicht so stark. Die sind auch toll, finde ich. Dann haben wir hier noch Lachscreme. Und da kostet eine 2,49 Euro in dem Fachmarkt ihres Vertrauens. Rohasche 1,3. Auch nicht so schlecht. Dann haben wir hier natürlich unser Bestätigungsdingensbummens. Finde ich auch ganz großartig. Kann man hier oben abrollen oder als Jackpot dann da. Und zum Selbstbefüllen auch. Wie die Schleckerli, die ich jetzt auch verkaufe. Dann sind hier super viele von diesen Rewe-Stickern drin. Das ist auch schon, glaube ich, noch letztes Jahr Weihnachten oder weiß ich nicht, wie alt das schon ist. Die hatte ich und habe ich immer noch da drin, weil mir langsam die Ideen ausgehen, wie ich meinem Hund Schämlich beibringen soll. Deswegen sind da ganz viele von diesen Stickern drin. Dann haben wir hier Tagesstab. Ja, Tagesstab. Mit die Hundi mit der Nase zum Beispiel dran. Sehr schön. Und zack, bitte sehr, und ab. Davon haben wir zwei Stück. Und diese finde ich so großartig. Da auch wieder danke Pia, die hat mir nämlich, glaube ich, auch den anderen geschenkt, den zweiten. Den kann man nämlich die große Kugel abmachen und hat hier drinnen noch eine kleine. Das heißt, ich muss nicht, wie bei diesen hier, die finde ich total grausam, mit einer kleinen Kugel direkt starten, sondern ich kann wirklich erst meinem Hund das komplett logisch machen mit dieser großen Kugel und dann kann ich die große Kugel abmachen und habe dann die kleine Kugel. Bei dem Ding wird man auch immer dazu verleitet, dass man dann den Klicker nimmt, der hier drin ist, aber ich möchte ja immer den gleichen Klick haben, deswegen nehme ich dann meinen Klicker extra und deswegen ist das auch schlecht. Und dann habe ich hier noch dieses komische Gebampel da dran, ja, auch nicht so der Knaller. Dann ist hier noch ganz wichtig für uns diese Tasche drin. Und da sind nämlich unsere Zoss-Gegenstände drin. Kann ich euch mal kurz zeigen, so sieht das da drin aus. Da ist der extra Klicker nur fürs Zoss drin. Der hat hier so eine Frankfurt-Borte drin. Tack, da könnt ihr sehen. Extra Klicker dran. Und Holz bewahrt man in Holz auf. Das heißt, ich habe hier eine Holzschachtel und da ist unsere Holzklammer drin. Unsere Klammer heißt allerdings Feder, weil irgendwie jeder in unserem Kurs dann immer gesagt hat, Klammer, 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 das konnte ich nicht mehr hören. Also ist es bei uns die Feder. Dann haben wir hier im Plastik, unser Plastik, das ist die Blume. Das ist so ein Ding, wo man eigentlich die Fußzehen dazwischen macht, wenn man so Nagellack drauf macht. Das habe ich durchgeschnitten. Und das ist unsere Blume. Und, achso, das ist das. Das hier ist unser Leder. Und das ist die Kuh. Das ist, ja, das sind diese Stückchen. Leder in Leder. Da habe ich dann einfach hier so, zack, aus einem größeren Stück das selber genäht. Und hier ihr Halsband. Die Zoss Queen. Genau, ja, das kriegt sie dann jedes Mal oben, wenn wir das trainieren. Das war's zu dieser Schublade. So, die letzte Schublade. Da sind jetzt die Spielis sozusagen drin. Hier hat die Lisa, vielen Dank an dieser Stelle, uns mal vier solcher flachen Dummies gemacht. Kann ich dann hier so ein bisschen um mit Klettverschluss. Und die sind auch ganz cool, weil ich die halt nochmal ganz anders, die kann ich aufhängen oder die kann ich wirklich so flach irgendwo noch reinstecken zum Versteckeln. Dann haben wir hier ganz normal von Hunter diese Schwimmfutter-Dummies. Auch, könnte ich auch mal sauber machen. Die anderen sind nicht ganz so schmuddelig. Das hier ist auch noch ein Futter-Dummy, den habe ich einmal geschenkt gekriegt. Dann ein normales Dummy, die auch da in dieser Tasche drin sind. Nur so sehen die eigentlich aus, wenn sie etwas sauberer sind. Und dann haben wir hier noch einen Ball drin. Den habe ich so gut wie noch nie verwendet, weil es viel zu heftig auf Bälle reagiert. Deswegen gibt es eigentlich nie Bälle. Dann hier noch so ein, das war so ein Zahn-Dings. Komischerweise auf den Ball ist sie nicht so heftig, deswegen den darf sie haben, aber so ein Ball, da dreht sie irgendwie hohl. Ich weiß auch nicht.
Dann haben wir hier noch sowas, das schwimmt auch. Das hatte ich fürs Agli geholt. Findet sie aber beim Agli dann nicht so geil. Da ist Agli interessanter wie dieses komische Spieli-Teil. Dann haben wir hier wieder in meinen Farben, auch total lecker sauber. Das hatten wir aber erst gestern verwendet. Auch so geknotet. Das hat die Anja, glaube ich, gemacht. Und haben wir dann auf dem Hundefest gekauft. Und das geilste Dummy-Spieli-Dings ever ist dieser Leuchtturm. Schweineteuer, 20 Euro finde ich für so ein blödes Spieli, ja. Aber der ist hier schwerer, das heißt, der fällt ins Wasser und steht dann so rum im Wasser drin. Und ich finde es total super, weil ich dachte erst, die Sway ist zu doof und sieht die Sachen nicht. Beziehungsweise hat es wahrscheinlich wirklich nicht gesehen, wenn ich was ins Wasser geworfen habe. Und dann sind mir meine Bälle und Dummies und so alles weggeschwommen. Dann habe ich dieses Teil geholt und das sieht sie. Und wie man auch sieht, ist es hier oben total verkaut und hier unten nicht. Weil sie schnappt das halt immer hier oben. Und dann ist es natürlich da auch total verkaut. Genau. Sway ab. Ab, ab, ab. Genau. Ja, also das kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Tolles Teil und sein Geld locker wert. Das war jetzt diese Schublade. Und jetzt kommen wir wieder zu den Tricksachen. Tricksachen sehen wir da unten. Schupp, da ist auch unser geiles Schweinchen und Telefon. Das schauen wir uns jetzt im nächsten Video an. Bis gleich!